Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt anfangen von Let's Play So My Guys. Ich soll begrüßen, not die Grundsterne im Bowser Juniors Böller-Bunker. Der erste Stern ist irgendwo an einer Kanone, wo wir jetzt hingehen werden und uns ja feiern werden. Verdammte Toads hier, möchtest du nicht loslaufen, muss ich eben mein kaputtes Landschaft neu einstecken. Okay. So. Sieht kaputt aus, ja, nee, echt. Gehen wir doch einfach und lasst uns das alles nicht jucken. Wie ging der Scheiß hier nochmal? Da musste man doch irgendwas tun, was ich... Da habe ich, glaube ich, damals ewig gesucht. Irgendwie ging das. Da ging doch noch irgendwie irgendwas. Oh, wie war das denn? Was sagen die denn? Ach ja. Pff, Opfer. Einfach eine Kugel will die mitnehmen, stimmt ja. Schießt er weiter? Kugel will die? Ganz cool, dass ich die nirgends sehen kann. Doch, da sollten eigentlich welche rauskommen, ne? Kugel will die's? Ach, da, oder? Ich glaube, da fliegt gerade einer. Ah, da hinten. Ah, jetzt habe ich's wieder. Musst eben kurz überlegen, Kinder. Okay, jetzt komm noch mal mit, ohne kaputt zu gehen. Jetzt ist er getriggert. Jetzt ist er triggered, wie Nino sagen würde. Los, komm mit! So, ich danke dir sehr. Ach, hier schon, oder? Okay, direkt auf den Stern ziehen. Direkt auf den Stern ziehen. Wow! Und damit haben wir den letzten Stern gesammelt. Warum waren die letzten Folgen nicht so einfach? Bei der zweiten Kanone links vom Planeten. Ziele wieder direkt auf den Stern. Achtung, er ist wirklich weit links vom Planeten. Ah. Das ist echt weit. Okay, dann gehen wir zur zweiten Kanone. Ist recht einfach gerade. Toll. T-O-O-H-L. Toll. Ach, also wir sollten vielleicht schon zuerst diese Galaxie fertig machen. Das habe ich gesagt. Welle gute Idee. Gibt ein Like von mir. Oh, ja. Ba, ba, ba. So. Muss mich eben ein bisschen am Kopf kratzen. Damit diese Welt so nachdenklich und traurig steht. Grünstern 2, Bowser Juniors Böller-Bunker. Ja, komm, komm. Mach schnell. Mach. Bitte. Bitte was? Komm her. Sieht kaputt aus. Das hast du echt gut erkannt, Toad. Ich meine, ich muss es auch richtig vorlesen. Sieht kaputt aus! Nun! Aua. Möchtest du vielleicht aufhören, mich zu töten? Alles klar. Why not? Sieht kaputt aus! Ich hasse Toads übrigens abgrundtief. Aber ich bin ein Toad. Nein, bist du nicht. Toads sind keine würdigen... ein Toad will man nicht sein. Ein Wolf vielleicht, aber kein Toad. Ja, also... Ich bitte euch. Wer will bitte ein Toad sein? Niemand. Korrekt. Einfach niemand will ein Toad sein. Ich meine, guckt euch die doch mal an. Die haben fucking Pilzhüte auf. Pilzhüte. Und dann ist jedes Mal ihr Kopf. Und die haben eine richtig nervige Stimme. Das sind richtig viele. Und nein. Einfach nein. Ich mag die nicht. Geht weg. Pfui. Bah. So. Okay, er ist wirklich weit links. Okay, genau auf den Stern. Hoffentlich habe ich richtig gezielt. Leider nicht. Okay. Leider nicht. Schade, schade, Schokolade.
Okay, nochmal. Da muss man echt perfekt treffen. Vielversprechender Versuch. Ein sehr, sehr vielversprechender Versuch, Leute. Das war super. Das war super. Geil. Okay. Ich glaube, getroffen hätte ich. Okay, das sieht doch besser aus. Das sieht doch besser aus. Oder zu niedrig? Okay. Bitchen höher noch. Jetzt schaffe ich's. Jetzt muss ich schaffen. Jetzt muss ich das Level nochmal von vorne anfangen. Worauf ich nicht wirklich viel Lust hätte, muss ich ehrlich zugeben. Das ist echt nicht leicht. Wisst ihr, das sieht ihr jetzt so easy, aber das ist echt nicht leicht. Nee, nee. Ist echt nicht leicht so. Das heißt, ich gar nicht, ich mich gemerkt. Ich bin scheiße. Stimmt, da wurde mir am Anfang gewünscht, dass ich Luba gay spreche. Mittlerweile weiß ich, dass ich selbst gay bin. Ich würde niemals so reden, wie ich Luba spreche. Niemals. So würde auch kein normaler Schwul auf dieser Welt reden. Tut mir leid, ich verstehe dieses Tuntengehabe dann wirklich nicht. Das ist, nee, das mag ich nicht. So, versuchen wir das doch nochmal, würde ich sagen. Gucken wir doch, ob das klappt. Ich hoffe es. Ich glaube, wir sind nicht raus, weil das ist dann perfekt für eine Folge. Dann können wir in der nächsten Folge frisch mit einer neuen Welt starten. Das passt perfekt. Komm raus, Kugelwilli. Bitte. Jetzt. Sofort. Hallo. Danke. Musste mich noch 1 Millimeter bewegen. Weil ich dem Kugelwille anscheinend noch nicht hübsch genug war oder whatever. Oder ach, lass mich doch mal. So. Danke. So, gucken wir doch, ob wir hier nochmal einen One-Up rauskitzeln können, weil eigentlich ist es recht leicht, in die Mitte zu treffen. Mal wenn schon, denn schon, der Limo sagen, ne? Bam. Okay. Ich hasse euch. Hammerbrüder sind auch so Sachen. Die braucht man einfach nicht. Einfach nein. Warum gibt es eigentlich so viele Drecksfiguren bei Mario? Okay, ich kletter jetzt überall hoch, weil ich wissen will, wo alles ist. Hier ist ein Maxi-Pilz gewesen. Okay. Und ich werde jetzt noch irgendwo One-Ups. Weil wir brauchen auf jeden Fall ein paar. Eine Münze. Wow. Ist hier nicht irgendwo ein One-Up vielleicht? Das wäre so voll neat. Okay, da ist die Zielscheibe. Was ist da drüben? Ich will... Alter! Luigi, please! Du brauchst jetzt echt nicht runterfallen hier, ja? Da ist auch eine Münze. Oder das ist bestimmt auch eine langweilige Münze. Oder einfach nichts. Ist natürlich auch eine sehr, sehr einfallsreiche Idee, da einfach nichts hinzumachen, Nintendo. Läuft bei euch. Okay. Da ist er wieder nicht gepasst, oder? Doch! Ja! Geschafft! Jetzt haben wir diese Welt auch komplett. Nice. Leute, wir kommen echt schnell und gut und toll und super voran. Nur noch 30 Sterne. Ist ja fast nichts, Mensch. Gib dein Bestes da draußen. Naja, mache ich eh und je. So, auf zu Welt 6. Weiter geht's mit der Schmelztiegel-Galaxie. Davor möchte ich mal eben meine ganzen Stern-Dinger einlagern. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt haben tue. Das war dieser Tod, ne? Hallo, du kannst Briefe anschauen. Ich will keine Briefe anschauen. Lass mich in Ruhe. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bin tot. Hallo, ich bin der Lagertot. Hi, Lagertot. Dein Lagerstand beträgt 0. Möchtest du auf deine Sternteile zugreifen?
Ja. Warum muss ich die ja nicht einlagern? Ich will die nicht einlagern. Mein Lager ist Sternteile für ein voller Erfolg. Ja. Wie wär's, wenn wir uns dann hier die tolle Schmelztiegel-Galaxie in der nächsten Folge ansehen? Aber ich fliege schon mal hin, dass ich die Folge noch ein bisschen strecken kann. Dass ich zur Werbung schalten kann, natürlich. Ich bin ja ein Gag-Galuhu und so. Gut. Dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich sehr um Daumen nach oben und einen Kommentar vor den Links lassen. Folge zu Play ist es praktisch sonst im Kanal in der Endcard. Aus Social Media Links in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch mal einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was gibt's denn noch zu sagen? Außer tschüss, Silly.